So, Leute. So besser. Willkommen zu meinem neuen Projekt. Und zwar auf I Wanna Be the Guy auf Impossible durchspielen. Continue. Wow. Ich drück mal noch die verkehrten Tasten. So. Was können wir? Wir können laufen, schießen und springen. Und das Spiel sollte eigentlich jedem bekannt sein. Joa. Warum auch immer, dass sich das gerade komplett zurückgesetzt hat. Ah ja, weil ich nicht gespeichert habe. Probieren wir es mal so, da kann ich wenigstens speichern. Und es hat denselben Effekt, es ist nur, dass ich nicht ganz alles neu machen muss. Ah, ich bin sau eingerostet in dem Spiel. Ich konnte das mal echt gut. Komm, hau ab, hau ab, hau ab. Also, ich habe das auch schon durchgespielt damals, wo es gerade so komplett in Mode kam. Deswegen kenne ich die Verstecke noch einigermaßen. Aber halt auch nicht mehr so ultimativ gut. Warum hast du keinen Doppelsprung gemacht? Jo. Was weiß ich zu dem Spiel? Es ist kacke schwer. Er will keinen Doppelsprung von hier machen. Stimmt, da war was. Okay. Ich kenne den Weg, ich kenne den Weg. Ich weiß, wie man unten lang kommt. Jo. Also das wird mein neues Let's Play als Ausgleich dafür, dass Assassin's Creed halt im Moment nicht funktioniert. Da muss ich mich erst noch mit schlau machen. Und dann werden wir sehen, was dabei rumkommt. Aber wenn ich jetzt speichere, muss ich hier unten lang gehen. Verdammt. Also ihr werdet sehen, es wird wahrscheinlich ein relativ langes Let's Play, weil Gott, bin ich eingerostet. Oh, nee. Ich frage mich gerade, ob ich euch das wirklich antun soll. So. Aber ich denke mir, warum nicht? Kann ich wenigstens meine Skills in Jump'n'Runs verbessern? Als Emero das gespielt hat, ungefähr um die Zeit rum, habe ich mir das auch mal runtergeladen und mal gespielt. Und ich habe es damals auch durchgekriegt. Aber das hat auch extremst lange gedauert. Und wie man sieht, dauert es heute immer noch lange. Auch wenn es mit Joypad wesentlich an mit Joypad. Mit einem Gamepad wesentlich angenehmer zu spielen ist, wie mit der Tastatur. Auch wenn die Stille, glaube ich, irgendwie immer irgendwie schwieriger wird. So. Wow. So. Der muss sich auch antäuschen. So. Nee. Also ihr seht, es werden eine Menge Fails sein. Und eine Menge Fails werden. Und ich werde auch am Anfang hier jetzt gerade erst noch rumtesten, welchen Weg ich wirklich am besten gehe. Weil, wie gesagt, ich bin schlecht darin geworden. Ich immer schlecht in Jump'n'Runs normalerweise auch bin.
Das hatte mich sowieso gewundert. Warum ich dieses Spiel durchgeschafft habe. Und ja, ich wundere mich bis heute immer noch, warum ich dieses Spiel einmal durchgeschafft habe. Eigentlich mag ich ja Jump'n'Runs nicht. Aber ja, das ist wirklich so eine schöne Herausforderung, wo man so denkt, so, oh, das fetzt ja voll. Weil es halt schön schwer ist. So, speichern wir einfach mal. Ich entscheide jetzt einfach, wir gehen da lang. So, fuck. Nee. Weh. Komm schon. Okay. Oh Mann. So, hier habe ich ja keine Zeitbegrenzung. Erstmal angucken, wo es hingeht. Dahin, dahin. 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 Nein! Fuck. Komme ich eigentlich wieder hoch? Nein, nicht möglich. Das heißt, ich muss jetzt diesen Gang hier gehen. Und ich habe nicht mitgezählt, wie oft ich gestorben bin. Und ehrlich gesagt will ich es auch gar nicht wissen. Weil ich sag mir, ganz im Ernst, alles besser wie Kaizo Mario. Da spiele ich sogar hier das lieber. Es liegt aber vielleicht dran, weil ich Mario nicht mag. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt übrigens noch nicht, wie der Sound sein wird. Weil Fraps nimmt das Ganze ja nicht auf. Oh Mann. Ich treffe noch nicht mal mehr den Zacken. Und wenn doch, bin ich zu schnell. Oh Mann. Verdammt. Ja, Leute. Ich beende die Maskerade auch, Leute. April, April. Sorry. Aber nein. Niemals im Leben. Ihr wisst, ich hasse Jump'n'Runs. Ich hab's durchgespielt. Das ist kein Scherz gewesen. Es war Qualen. Es waren Höllenqualen. Ich hab geschrien. Mein Nachbar hat mich für bekloppt gehalten. Über mir haben sie schon sind runtergekommen, haben gefragt, ob irgendwo alles okay ist, ja. Ganz im Ernst. Nee. Leute. Lasst euch nicht zu sehr verarschen. Euer Black Sade.